geschafft? Sind die Sender zerstört? Ich habe noch nicht alle gefunden, aber bald. Ich habe die gegnerischen Truppen infiltriert und erfahren, dass sie auf die Ressourcen des Berges aus sind. Sie scheinen das von uns gehütete Geheimnis nicht zu kennen. Die Eisenstraße wird von Gefangenen gebaut, von Sklaven der Roten Armee. Auf der Eisenstraße verkehren riesige Maschinen, die noch mehr Sklaven, Nahrung und Material für den Bau einer kleinen Stadt heranschaffen. Ich muss zu meinem Volk zurückkehren, damit wir unseren Angriff planen können. Wenn wir ihnen schwer zusetzen, bevor sie den Berg erreichen, geben sie vielleicht auf und ziehen sich zurück. Haben Sie es geschafft? Sind die Sender zerstört? Ich habe noch nicht alle gefunden, aber bald.
Hab noch nicht alle gefunden, aber bald.
Kommunikationsrepeater. Trinity muss die installiert haben. Ein Familienfoto. Russland, späte 1950er Jahre. Vielleicht war einer von ihnen hier gefangen.
höre, du hast mein letztes Band erhalten. Mir macht es immer mehr Spaß, diese Nachrichten für dich aufzunehmen. Anna sagt, dass ich ab und zu Bücher und Papiere beiseite legen soll, um mich daran zu erinnern, warum ich das alles tue. Und für wen. Ich weiß, du hasst es, wenn ich weg bin. Aber es wird sich auszahlen. Alles wird sich auszahlen. Ganz liebe Grüße von mir. Sei fleißig in der Schule. Ich weiß, du dachtest, du tust es für mich. Aber es hat sich damals nicht so angefühlt. Aber so lernte ich Unabhängigkeit. Für mich selbst zu sorgen. Eine wichtige Lektion, wie man sieht. Ich auch, aber es heißt, er war mit Konstantin in Syrien. Ach, scheiße. Tut mir leid. Du bist gerade im Tag angekommen, stimmt's? Ja, mit der letzten Frachtmaschine. Es kommen noch mehr, heißt es. Jede Menge Infanterie. Was immer die geplant haben, ich glaube, das wird ein Riesending. Was war das überhaupt für eine Anlage? Ein Gulag. Ein Arbeitslager. Oh, scheiße. Noch mehr Sowjetpropaganda.
Die Nacht wird uns nicht an der Arbeit hindern. Hör zu, ich bin auf eurer Seite. Ich arbeite hier als Wartungstechniker für Trinity, aber ich muss unbedingt hier weg. Diese Leute sind verrückt. Ich habe Ausrüstung gelagert. Sie gehört dir, wenn du zahlen kannst. Ein paar fehlende Dinge fallen dir nicht auf, aber wenn sie Lunte riechen oder mich mit dir sehen, bin ich tot. Ich brauche nicht zurückverfolgbares Geld für den Ernstfall. Vorzugsweise Gold. Meinst du, wir haben einen Deal? Mal sehen, was ich auftreiben kann. Es ist keine Atombombe. Ein gruseliger Typ mit Narbengesicht namens Konstantin hat eine große Rede gehalten. Über das Schicksal und die Quelle. Und jetzt bin ich noch verwirrter. Die anderen Externen scheinen genauso ängstlich und nervös zu sein wie ich. Aber die Angestellten, die schon lange für Trinity arbeiten, saugen das auf und wollen mehr davon hören. Es ist wie in scheiß Jonestown hier. Wir bereiten uns auf einen Angriff vor. Gegen wen, fragst du dich? Es sind Leute hier. Einheimische, wie aus der Steinzeit. Ich meine Felle, Häute und Pfeilspitzen. Und wir begegnen ihnen mit einem Kampfhubschrauber und Maschinengewehren. Ich bin hier auf der falschen, verdammten Seite der Geschichte. Probleme mit den Einheimischen. Unser Funksystem war defekt, aber jetzt ist alles unter Kontrolle. Wenn die Situation unhaltbar wird, werden wir einschreiten. Wird sie nicht. Ich bin aus einem Grund hier. Ich wurde auserwählt. Ich werde Erfolg haben. Sorgen Sie dafür. Hey! Geht es dir gut? Oh, Gott sei Dank. Anna, was machst du hier? Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Was ist hier los, Lara? Ich habe Angst. Es tut mir so leid. Ich wusste nicht, dass sie dich damit reinziehen. Das ist alles meine Schuld. Wer sind die? Was wollen die denn? Dasselbe, was mein Vater finden wollte. Oh nein, Lara. Ich hab doch gesagt, du sollst es lassen. Was auch immer sie wollen, gib's ihnen einfach. So einfach ist das nicht. Halte durch. Ich hol uns hier raus. Irgendwie. Fass sie nicht an! Bitte,
nicht. Reden Sie! Nein! Nein, du verdammtes Schwein! Wo ist die göttliche Quelle? Bitte! Aufhören! Ich weiß nicht, wo sie ist! Aufhören. Sie hat keine Ahnung. Du konntest es nicht lassen, oder? Ich wusste, dass du diesen Ort finden würdest. Was hast du erwartet? Es muss nicht so enden, weißt du? Wir suchen beide dasselbe. Wir könnten jemanden wie dich brauchen. Du suchst einen Sinn für dein Leben. Wir können ihn dir bieten. Das soll wohl ein Witz sein. Ich habe gesehen, wie Trinity vorgeht. Ist das ein Nein? Ein keine verdammte Chance! Sag's mir, Erna. Hat Trinity dich rekrutiert, bevor oder nachdem du mit meinem Vater gevögelt hast? Ich liebte Richard. Aber er war geblendet vom Idealismus. Das hat ihn zerstört. Was würdest du mit dem Artefakt tun? Es der Welt vorführen? Den Namen deines Vaters reinwaschen? Du bist noch so naiv. Ein verängstigtes Mädchen, das verzweifelt, wie sein Daddy sein will. Wir sind hier fertig. Nein, noch nicht. Du und ich. Stellen wir uns doch beide auf dieselbe Seite der Geschichte. Denk drüber nach, Lara. Einfach nicht anders. Ich dachte, ich wäre allein. Dachte ich auch, aber hier sind wir. Also, wie soll ich meine neue Bekannte nennen? Gar nicht. Ich bleibe nicht hier. Konstantin ist nicht sehr geduldig. Ich auch nicht. Das sehe ich. Netter Trick. Können Sie uns hier rausholen? Es gibt kein Uns. Ich weiß nicht mal, wer Sie sind oder wieso Sie hier sind. Tut mir leid. Im Moment bin ich nicht sehr vertrauensselig. Ohne mich kommen Sie nicht weit. Sie wissen gar nicht, wie weit ich schon gekommen bin. Was wissen Sie über die? Eine Sekte. Alt und geheimnisvoll. Sie sind überzeugt, sie erfüllen den Willen Gottes. Wie ich...